Ich bin Dr. Catherine Collins. Ich weiß nicht, ob dies jemals jemand hört. Es ist alles vorbei. Ich bin als Einzige übrig. Shiny's Womb präsentiert. Ja, ich kann selber lesen. Ja. Everybody's Gun to the Rapture. Und damit herzlich willkommen zu EGTTR oder EGTTR oder Everybody's Gun to the Rapture. Ja, bin mal gespannt. Ich kann mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Ich hab so ein bisschen mal reingelunzt in so ein paar Let's Play Parts, mal so mittendrin. Ist jetzt, ich muss sagen, ist jetzt nichts Besonderes in dem Sinne. Aber es ist mal, ich sag mal, was anderes. Ja, hier haben wir eine Karte. Das sieht mir eher so nach einer geografischen Karte aus, weil hier irgendwelche Markierungen drauf sind. Nee, das ist eine Weltraumkarte, ne? Ja, natürlich, das ist ein Sternzeichen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Korrigiert mich. So, hier hat einer das Radio angelassen. Mach mal aus hier. Ich werde so lange senden, wie es mir möglich ist. Wenn ich recht habe. Ist angemacht, okay. Kann man das Signal auf der anderen Seite des Tals empfangen? Das Ereignis hat Spuren hinterlassen. Wir verstehen es noch nicht, aber wir arbeiten daran, es irgendwie zu begreifen. Du kannst die Spuren nutzen, um zu finden, was du suchst. Die Antworten, sie sind alle hier. Die Antworten sind im Licht. Hinterm Licht, also hinter der Sonne, oder wie jetzt? Oder... ja. So, was haben wir denn hier? Hier ist ein Schrank, hier sind Handtücher. Handtücher und sonst nichts Besonderes. Und, Das ist ja hier... Ist das hier ein Badezimmer, oder was? Das ist ja wie ein Badezimmer, hier so ein Fenster. Ach, guck mal, ein C64. Oh, geil. Cool. Ich komm ein bisschen Pong spielen. Komm. Nee, doch nicht. So. Ach, mit L2 habe ich jetzt... Oh. Okay. Kann den Monitor an und ausmachen. Das ist ja cool. So, jetzt ist aber gut. Ja, komm, ist gut. Du wiederholst dich. Aber, ja, die sagt irgendwelche Zahlen und dabei kommt immer dasselbe Bild, wie es aussieht hier. Und hier das Original Diskettenlaufwerk von damals. Das sind noch diese alten 5/8 Disketten, glaube ich, hießen die.
Und ja. Wir wissen es nicht, was ist hier. Es ist aber ziemlich hell hier. Das ist hier eine Karte. So, wo sind wir? Ah, hier. Hier sind wir. Und wir wollen zum Licht. Ja, wir sind ja im Licht. Guck mal hier, das Licht. Oh, wir werfen keinen Schatten. Auch nicht schlecht. Egal, macht ja nichts. Da sind wir. Und wo wollen wir hin? Wir wissen es noch nicht. Wo sind wir überhaupt? Tipworth Forest. Jordan Pond. Appleton Farm. Lakeside. Harvarden Waters Observatorium sind wir wohl? Oder waren wir? Ach nee, da wollen wir wahrscheinlich hin. Ich weiß es nicht. Ja, liest sich alles sehr englisch. Sehr englandmäßig. Hört sich das an? Na, okay. Die Tür wieder auf. Achso, weil ich 1 gedrückt habe. Mit R2 kann man angeblich rennen. Das ist tatsächlich ein bisschen schneller. Aber nur ein bisschen. Oh, Telefon. Ein Telefon hier mitten auf der Gas. Hier so ein tragbares Telefon mit so einem fetten Akku. Erinnere mich irgendwie an die Bundeswehr, aber egal. Geh mal ran. Dies ist eine Sondermeldung des Komitees für Katastrophenschutz. Aha. Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände unterliegen Radio und Fernsehen in diesem Gebiet ab sofort dem KFK, gemäß der Krisenbereitschafts- und Handlungsverordnung von 1982. Lassen Sie Radio- und Fernsehgeräte jederzeit eingeschaltet. Bleiben Sie zu Hause und meiden Sie Kontakt zu anderen. Führen Sie keine Telefongespräche außerhalb des Orts. Verfallen Sie nicht in Panik und bleiben Sie ruhig. Lassen Sie diesen Sender eingeschaltet für Neuigkeiten. Ja, das war's dann wohl mit dem Sender, ne? So, das ist so normales Laufen. Ja, aber... Das war's dann wohl mit deinen... Dingen hier, ne? Dies ist eine... Oh. Also mit den L- und R-Tasten kann man das wiederholen wohl. Ich versuche jetzt schon schneller zu laufen, aber wirklich schneller... Ja gut, es geht, sagen wir. So, hier hat einer... Ach, das ist, hier sind Absperrungen drin und irgendwelche Gitter, keine Ahnung. So, hier, ziemlich oldschool hier. Und der hat, okay, der hat wohl in Panik den Wagen verlassen oder so, ich weiß es nicht. Aber ich glaube eher weniger, ich glaube der, weil der hat ja hier die anderen Dinger noch drin, der hat hier das ganze Ding abgesperrt. Und hat dann vor Panik alles verlassen. Kommen wir hier durch? Nee, ne? Ja. Nö. Sieht nicht so... Alter. Hör mal auf hier mit Geräuschen. Ich mag keine Geräusche, die auf einmal kommen. Da kriege ich immer... Mach ich mir mal die Hose. So. Was haben wir hier? Ziegelsteine. Und... Ach, hallo. Was bist du denn? Ich mach doch. Oh. Hallo? Ich versuche nur meine Arbeit zu machen. Sie beide werden in dieser Schicht als Einzige hier sein. Ich sage ja nur, falls der Strom fürs Haupttor ausfällt, kommt niemand mehr ins Observatorium rein oder raus. Dafür gibt's ja die Notfallgeneratoren. Gott, warum diskutieren wir das überhaupt? Kommen Sie ja nicht zu mir gerannt, wenn Sie hier festsitzen. Wenn wir hier festsitzen, können wir ja wohl kaum zu Ihnen rennen, oder? Überlassen Sie uns einfach die Denkarbeit und Sie können wieder Blätter zusammenfegen oder Glühbirnen auswechseln. Zufrieden? Dann Abmarsch! Arschloch! Okay. Das war wirklich unnötig. Nur weil du sauer auf mich bist, musst du es nicht an allen anderen auslassen. Kate, können wir einfach drüber reden? Nein, Steven, mir reicht's. Ich will nur weg von hier und heute Abend ist die beste Gelegenheit dazu. Du machst die Systeme bereit, ich gehe zu Turm 6. Kate. Ich liebe dich. Das weißt du, oder? Ja, das weiß ich.
Na los, fangen wir an. Okay. Also da war aber einmal so ein Stress mit dem Hausmeister und... Oh. Und dann... hat er wohl mit einer Frau gesprochen, die er wohl liebt. Und sie weiß es wohl, also weiß es wohl, aber liebt ihn nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist aus dem Gespräch jetzt nicht unbedingt eindeutig hervorgegangen. Aber warum hast du hier ein Schloss dran, wenn die Tür doch offen ist? Ja, egal. Private property, keep out. Restricted area. Oh, das klingt nicht gut, oder? Ja, nicht wirklich. Na, dann gucken wir uns mal um. Aber das sieht ja alles hier sehr einladend aus. Auf jeden Fall. Irgendwelche Blümchen. Also, das Gestrüpp hätten sie ja schon ein bisschen besser machen können. Muss man ja mal sagen, ne? Also wenn man näher rangeht, ich meine, gut, das ist ja so Standard im Spiel, dass das so dargestellt wird. Wenn man weiter weg ist, sieht das in Ordnung aus. Ne, wenn man so nach oben guckt. Also sobald man halt näher rangeht, ne, sieht es halt mal so richtig kacke aus, ne? Aber nun gut. Wir gehen mal hier weiter. Da vorne ist schon das nächste Licht. Jetzt sind wir praktisch außen rumgegangen um diese Absperrung hier. Mehr haben wir nicht gemacht. Wir hätten auch drüber hüpfen können, aber... Nun gut. Dann wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Hallo, du Licht? Oh, hi. Jeremy Jackson? Oder? Ich soll also dem Ding da folgen. Oder soll ich lieber da lang gehen? Na komm, wir folgen dem Teil mal gucken, was passiert. Frag mich gerade, warum die Bäume sich so komisch bewegen. Also der Schatten zumindest. Ihr guckt euch mal den Schatten an, der war irgendwie... Ja, warte doch. Tja, danach zu urteilen, scheinen die das mit dieser Quarantäne wohl wirklich ernst zu nehmen. Falls Mrs. Borden hier lang gegangen ist, bevor die Straße gesperrt wurde, werden wir sie wohl nicht finden. Nicht bis diese Sache vorbei ist. Das ist aber mehr als nur seltsam. Ich meine, das hier ist Jorden um Himmels Willen. Es war doch nicht nötig, so grob zu werden. Na, wenn Sie so besorgt sind, dass Sie bereit sind, die Straßen zu sperren, würde ich annehmen, dass Sie es doch für nötig halten. Eins ist klar. Niemand von uns geht vorerst irgendwo. Aber er hatte ein Gewehr. Ein Soldat mit einem Gewehr. In Shropshire. Die Welt ist völlig verrückt geworden. Ich glaube, ich schreibe an meinen Abgeordneten. Tun Sie das, Barb. Und ich überbringe den Brief persönlich für Sie, sobald diese Absperrung wieder weg ist. Ach, kommen Sie, Barb. Ich kann nicht den ganzen Tag entlaufenden Rentnern hinterherjagen. Die Praxis öffnet sich nicht von selbst. Und ich muss Paracetamol nehmen, wenn wir zurück sind. Ich habe ganz plötzlich Kopfschmerzen. Okay. Also das war der Tag, wo sie wohl abgesperrt haben alles und die wissen auch nicht, was los ist. Sie wussten nicht, was los ist. Ja, warte, ich komme ja schon. Ich gebe ja hier schon Gas. Aber wirklich rennen kann man das... Ich habe ein Telefon gehört. Hier vielleicht? Sieht gut aus. Wer ist da? Hallo? Kate, falls du das hörst, du musst das optische System ausschalten. Es nutzt das Observatorium als Kanal, um zu uns zu gelangen. Und es breitet sich schon jenseits des Tals aus. Kate, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Es wird stärker. Ich rufe Clive zurück und zwinge ihn, den Luftschlag anzuordnen. Ich sehe einfach keine andere Chance mehr. Hallo, hören Sie mich. Gott, wir brauchen Hilfe. Wer sind Sie? Scheiße, leg Sie sofort auf! Sofort auf! Was? Wie im Telefon? Warum soll ich in die Hose? Ja, kein Scheiß.
gut, wir gehen mal weiter. Oh, da ist was. Ich komme. So hart zu dir selbst. Jeder wird mal zurückgewiesen. Du nicht. Ach, komm schon. Wir überarbeiten einfach die Daten und reichen es nochmal ein. Deine Grundidee ist gut, nur deine Zahlen stimmen nicht ganz. Sei bloß nicht so gönnerhaft. Ich bin doch nicht gönnerhaft. Ich halte dich für einen wirklich genialen Mann, Dr. Appleton. Hör zu. Ich bin hier. Ja? Wir sind zusammen, du und ich. Die Konstellation morgen. Das ist dein Ding, ja? Du hast die Chance gesehen und alles berechnet. Auch wenn sie es nicht erkennen. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt soll ich mich besser fühlen? Steven. Siehst doch mal positiv. Für die Leute hier bist du ein Held. Der verlorene Sohn, stimmt's? Wundert mich, dass man dir zu Ehren noch kein Denkmal errichtet hat. Ja, ja, lach du nur. Aber ich wette, der Gemeindevorstand hat schon ein Unterkomitee drauf angesetzt. Willkommen daheim, Dr. Appleton. Touché. Okay. Da wollte ich jetzt nicht wirklich schlau draus. Wieso? Jetzt ist es wieder weg. Da wollte ich jetzt nicht wirklich schlau draus. So leid es mir jetzt auch tut. Ich habe ein Telefon gehört. Das ist wieder da lang geflogen. Kann man hier rein? Tatsache. Hier hoch? Nein. Zu. Wieder das Ding. Jetzt kommt's aus dem Radio. Außergewöhnlich. Das Ganze erinnert mich an damals in der Highschool, als ich den Mars zum ersten Mal gesehen habe. Dieselbe fieberhafte Aufregung. Mir zittern die Hände. Ja, okay. Okay, also war das jetzt mal was anderes. Die Tür ist zu. Hier steht ein oder Jeep. Ja, hallo? Ich bin da. Ja, warte, du bist schneller wie ich. Ich kann nicht wirklich rennen. Nicht so wirklich. Jetzt warte doch mal. Alter, wo willst du denn hin? Oh, hier ist was. In Ordnung? Gehen Sie mir aus dem Weg. Wo ist Kate? Was glauben Sie denn? Steven, was ist los? Scheiß auf Kate, es ist doch alles Ihre Schuld. Was haben Sie da im Gesicht? Steven! Steven! Wie, was haben Sie im Gesicht? Was weiß ich, eine Nase vielleicht? Wer weiß? Aber wir machen mal an der Stelle eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten Part. In diesem Sinne, tschüss.